Freunde, wie geht's? Momo hier. Willkommen zum letzten Video des Jahres und ich wollte dieses Video mal zu Anlass nehmen, mit euch zu sprechen und zwar um mich bei euch zu bedanken und euch einen kleinen Einblick für meine Ziele in 2018 zu geben. Als allererstes erstmal vielen Dank an alle Supporter des Kanals. Ihr seid echt mega cool. 96 an der Zahl sind wir gerade. Ist echt super, nur noch 4 zu 100 Abonnenten, das war mein Jahresziel und unter den Abonnenten sind natürlich viele Freunde von mir, vielen Dank an euch, aber auch viele fremde Menschen, die ich bis dahin nicht kannte, die mich über das Internet hier gefunden haben und die es cool fanden, was ich mache und dafür ein Abo dagelassen haben. Das finde ich echt super. Ich habe einige von euch in den Kommentaren kennengelernt. Wir haben uns ausgetauscht, ihr habt mir Infos und Verbesserungsvorschläge gebracht. Das finde ich echt cool. Ich hoffe, dass es in 2018 so weitergeht. Ich bin mir sicher, dass es in 2018 so weitergeht, denn die Ziele sind noch ambitionierter, der Kanal wird noch besser. Ich habe vor, eine neue Langzeit-Review-Serie in die Wege zu leiten. Den Anfang wird ein Xiaomi-Produkt natürlich machen, und zwar der Saugroboter. Der Saugroboter der ersten Generation, den besitze ich jetzt schon gut mehr als ein Jahr und ich werde euch mal zeigen, ob es sich lohnt, diesen Saugroboter heute noch zu kaufen. Seid gespannt, da werde ich viel Fleiß und Arbeit reinstecken in dieses Langzeit-Review. Abgesehen davon möchte ich mehr cinematischere Drohnenaufnahmen machen. Dieses Jahr hat Xiaomi es nicht geschafft, uns mit manuellen ISO- und Shutter-Speed-Einstellungen zu versorgen. Ich hoffe, dass es 2018 dann klappt, dass wir ein Update bekommen für die Mi Drone, in der wir dann ISO, Shutter-Speed und vielleicht noch andere Funktionen bekommen. Eine Follow-Me-Funktion wäre natürlich auch mega cool. Also ich filme die Videos ja mit der Panasonic GH5. Dazu wird auch noch das ein oder andere kommen. Ich habe vor, für 2018 mir ein Gimbal zuzulegen und Sion hat es mir da ganz gut angetan. Ich finde deren Produkte echt cool, was ich da online gesehen habe und ich wollte mir den Sion Crane 2 eventuell mal gönnen. Aber Anfang Januar sollen die ja auch einen neuen Gimbal vorstellen. Den werde ich mir auch anschauen und mich dann entscheiden und dann darauf hinsparen. Wenn ich mir das dann zugelegt habe, werdet ihr natürlich hier auch ein Video dazu bekommen und ich werde den ein oder anderen Review oder Langzeittests auch darüber machen. Ja, dann in den gewohnten Worten, das war es dann erstmal wieder von mir. Wir sehen uns im neuen Video oder im neuen Jahr. Und bis dahin, euch einen guten Rutsch, viel Liebe, Gesundheit und Erfolg für das kommende Jahr. Und falls ihr bis hierhin den Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Und auf Wiedersehen.